Gut. Also etwas spontan, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Deswegen hätte ich mich da mit euch ganz gerne darüber unterhalten. Losgegangen ist das Ganze gestern Abend, wo an einem Tisch Geoffrey Christos und noch einige andere da gesessen sind vom PolGF-Team und gemeinsam überlegt haben, was könnte man denn für einen Slogan für die Piratenpartei oder irgendetwas Identitätsstiftendes schaffen. Es muss wohl an der schönen Stimmung gestern Abend gelegen haben, habe ich gesagt, Moment, habe mich umgedreht, habe 2 Minuten auf die Wand geschaut und hatte eine Idee. Vielleicht, um das jetzt mal herzuleiten, was die Stärken bzw. auch die Schwächen der Piraten in der Vergangenheit waren, wenn es um eine Kommunikation von Botschaften nach außen ging. Da haben wir ja sehr viele Diskussionen geführt, die sich im Nachhinein als ziemlich wenig zielführend herausgestellt haben, schlicht und ergreifend, weil nicht zur Kenntnis genommen wurde, dass Außenkommunikation in der Politik einfach nach bestimmten Regeln funktioniert und die hat man zu akzeptieren oder man ist eben nicht mehr auf dem Markt. Also nur als Schlagwort Themen statt Köpfe. Die Diskussion muss man jetzt nicht wieder aufwärmen, aber es gibt einfach bestimmte Dinge, die muss man beachten, die gehören zum grundlegenden Handwerkszeug. Das wurde in der Vergangenheit zum Teil sehr schön gemacht. Okay. Dankeschön, grundlegendes Handwerkszeug. Beispielsweise die Frage, auf welcher Ebene man kommuniziert, auch wenn es um Sachthemen geht. Da haben die Piraten in der Vergangenheit doch die Tendenz gehabt, die Dinge etwas zu verkopft zu sehen. Also es gab sehr viele Slogans, die durchaus kreativ und sehr intelligent waren, auch witzig, was auch sehr gut ist, aber eben teilweise etwas zu verkopft, wo man zu stark denken muss. Und auch wenn es den Piraten selbst gut gefällt und auch jeder Pirat diese Botschaft versteht, dann geht es eigentlich nicht darum, sondern es geht darum, dass diese Botschaft weitere Kreise erreicht, die der Wähler und der Gesellschaft. Und das ist in der Vergangenheit nicht ganz optimal gelaufen. Wenn man jetzt mal fragt, woran das eigentlich liegt, ich rede jetzt nicht von den Fehlern im Ablauf oder im Workflow, sondern einfach vom grundlegenden Ansatz. Da muss man sagen, und da ich komme ja aus Bayern, und da hat man ein wunderbares Beispiel, nämlich die Regierungspartei, die letzte Bundestagswahl mit 2 großen Themen belegt hat, nämlich wer betrügt, der fliegt, und die PKW-Maut. Die spielen politisch und wirtschaftlich überhaupt keine Rolle, aber sie sind eins, nämlich emotional belegt. Ganz wertfrei jetzt erstmal gesagt.
Man hat auch noch ein weiteres Vorbild in der Vergangenheit, und zwar sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht, nämlich die Grünen. Als die Grünen in ihrer Anfangszeit ihren Erfolg gehabt haben, da gab es die Themen der damaligen Zeit, Waldsterben und natürlich auch die Atomkraft. Damals ist es den Grünen auch noch gelungen, ihre Botschaft, nämlich in allererster Linie der Kampf gegen die Atomkraft, positiv zu verkaufen. Und zwar durch ein Symbol. Wenn ich euch sage, was steht für die Grünen der 80er Jahre, der wird euch allen eine Blume einfallen. Das war die Botschaft, die war positiv. Da kam nicht drüber, ihr Leute, ihr müsst alle Strom sparen und euer Leben wird kärglich und ihr müsst donnerstags vegetarisch essen und dergleichen, womit ich gleich auf den nächsten Punkt komme. Diese Fähigkeit haben die Grünen teilweise aufgegeben. Aus welchem Grund sei jetzt auch mal dahingestellt, aber auch hier muss man sagen, sie haben sich da den anderen Parteien sehr stark angeglichen, indem sie zwar durchaus noch auf Emotionen setzen, aber es ihnen bei weitem nicht mehr so gut gelingt, wie beispielsweise der CSU in Bayern, was ich gerade schon gesagt habe. Die CSU hat absolut verstanden, wie es funktioniert. Und damit haben sie auch einen großen Erfolg. Und dagegen kann man, so leid es einem intelligenten Menschen auch tut, nicht andiskutieren. Man kann nicht darüber diskutieren, sondern es geht nur darum, kann man die Herzen der Wähler und der Gesellschaft erreichen durch eine Botschaft. Die CSU hat jetzt die zweitbeste Variante gewählt. Sie spielt nämlich mit der Angst. Sodass der Ansatz, den wir wählen sollten, die beste Lösung sein sollte. Wir bleiben auf der emotionalen Ebene, aber wir spielen nicht mit der Angst, sondern wir benutzen positive Gefühle und wir benutzen positive Botschaften. Eine der Botschaften haben die Piraten bereits verwendet. Das war für mich einer der absoluten Kernbegriffe. Wurde zwar auch anderweitig verwendet, aber der Slogan Freiheit statt Angst, war ja auch der Name einer Demo, ist für die Piraten für mich eine absolute Kernaussage. Sie ist emotional, sie ist positiv und sie will niemandem etwas wegnehmen. Wenn man sich jetzt überlegt, wie kann ich eine Kernbotschaft nach außen tragen und kann sie zusätzlich auch noch variabel machen, bezogen auf unsere ganze sachpolitische Palette, dann ist der Begriff Freiheit wohl zu kurz gesprungen. Und zwar allein schon deswegen, weil Freiheit zwar im ersten Schritt eine positive Assoziation hat, aber nicht zwingend, zumindest rein emotional, alle Politikfelder abdeckt. Wenn ich jetzt beispielsweise BGE hernehme, dann kann ich das mit Nachdenken natürlich unter den Freiheitsbegriff subsumieren, weil ich sage, jeder Mensch kann sich frei entfalten, wenn er sich keine
Sorgen um zumindest um seine Grundbedürfnisse machen muss. Aber da kommt sofort in den nächsten Schritt von der Vision rein, wie kann das finanziert werden. Also man ist zu nah dran und es ist insofern zu konkret. Also habe ich mir überlegt, wie kann man oder welchen Slogan, welchen Begriff könnte man nehmen, der bestimmte Kriterien erfüllt. Und ihr könnt mir vielleicht dann auch nochmal was zuwerfen, ob ich was vergessen habe, was diese Kriterien aus meiner Sicht sind. Also das erste habe ich bereits angesprochen. Also das erste Kriterium ist emotional, nicht rational. Das zweite, es muss selbstverständlich dazu muss man per Marketing sein, die Botschaft muss authentisch sein. Das muss unsere Botschaft sein. Es ist nicht so, dass man irgendeine Werbeagentur mit einem durchgestylten Slogan oder Spot oder ähnliches hat, was wunderbar auf irgendwelche Zielgruppenbedürfnisse abgestimmt ist, sondern das muss aus dem Piraten kommen. Es muss das Bewusstsein der Piraten verkörpern und es muss natürlich dann auch entsprechend ankommen. Und wenn man dann auf dieser Basis das professionell durchstylt, dann ist das in Ordnung. Aber es ist auf jeden Fall zwingend dabei, dass diese Botschaft authentisch sein muss. Diese Botschaft, wenn man sie als eine zentrale Botschaft nimmt und aber auch variiert, bezogen auf die politischen Themen, die damit transportiert werden sollen, muss sie wiedererkennbar sein. Beispielsweise kennt ihr alle, wenn es um Geld geht und dann verschiedene Spots und verschiedene Themen, aber wenn es um Geld geht, das ist in jedem Kopf drin, da weiß man, was los ist. Obwohl da kein einziger Name und kein Logo und nichts genannt wurde. Insofern ist dieser Spot auch sehr interessant, weil den muss man noch nicht mal mit einem Logo verknüpfen. Da funktioniert es nur mit Worten, wenn es um Geld geht. Wie bitte? Der ist noch einfacher. Und das Letzte habe ich jetzt gerade auch schon gesagt, es muss variabel sein. Damit ich es dann eben
auf verschiedene politische Themen anwenden kann. So, und da ist mir eigentlich, ja bitte? Ja, ich denke, die Botschaft muss auch einfach, mit einfachen Worten vermittelt werden. Ja, ja, richtig. Fällt noch jemanden etwas ein? Wie bitte? Die Botschaft sollte klar sein. Hintenrum, sondern von vorne. Klar. Und ich fände es auch ganz interessant, wenn man sagt, emotionalisierend statt emotional. Also so slash. Also das passt ein bisschen zum authentisch. Sie sollte schon irgendwie unique sein. Sie sollte schon ein Alleinstellungsmerkmal haben. Sie sollte also nicht, dass es austauschbar wäre und auch jemand anders es sagen könnte. So ein bisschen authentisch drin, aber es sollte schon auch irgendein Alleinstellungsmerkmal haben. Wir hatten es ja schon gesagt, aber es ist jetzt nicht auf dem Flipchart. Sie sollte positiv sein, Spaß machen. Sie sollte kurz und prägnant sein. Das ist in anderen Teilen schon ja, einfach, klar. Aber einfach muss nicht kurz sein. Ja? Also würde ich nochmal explizit gerne sagen.
Frage mal, warum muss er positiv sein? Also natürlich, ich persönlich bin auch für positive Slogans, aber warum muss es ein positiver Slogan sein? Zum Beispiel, du hattest das Beispiel mit der CSU gebracht, das war nicht positiv und es war irgendwie sehr erfolgreich. Genau, das habe ich auch gesagt, es war sehr erfolgreich und es war nur der zweitbeste Weg. Möglicherweise war es sogar der beste Weg, was den Erfolg dieser Kampagne anbetrifft. Das mag schon sein, nur das wiederum widerspreche einem piratigen Verständnis. Also ich würde sehr ungern einen Angstwahlkampf als Pirat machen wollen. Aber das Entscheidende ist, dass man es auf der emotionalen Ebene macht. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder positiv oder negativ. Also das ist insofern eine Grundsatzentscheidung. Dass auch eine negative emotionale Kampagne Erfolg haben kann und vielleicht sogar mehr als eine positive, das ist vollkommen klar. Ich würde gerne kurz darauf antworten, warum muss es positiv sein? Wir wollen ja die Bürger für uns gewinnen und für unsere Ideen. Und gewinnen tue ich sie, indem ich mit einer positiven Botschaft auf sie zugehe, weil die Bürger haben genug schlechte Dinge im Kopf und hören sie jeden Tag. Ich würde das gerne noch anschließen. Es gibt eine Partei, oder naja, ob man die Partei nennen will, sagen wir mal eingestellt, die mit negativen Slogans arbeitet, das ist einmal die AfD und dann einmal die NPD. Die arbeiten mit Angst und so eine Kampagne möchte ich nicht haben. Johannes, darf ich das noch kurz ergänzen? Es gibt noch eine dritte Partei, die Partei, die genauso viele Stimmen bekommen hat im EU-Wahlkampf wie wir. Mit ihrem positiven Auftreten. Entschuldigung, aber auch einmal. Also ich möchte diese Frage nach dem Positiv auch noch ergänzen. Aus neurowissenschaftlicher Sicht ist es ganz eindeutig, dass große Ideen, positive Botschaften gut vorgetragen in Verbindung mit Kritik gehen, aber einfach nur Negatives zählt meistens nicht. Das Gehirn nimmt das Positive auf und das öffnet Strukturen des Vorderhirns und deswegen die positiven Botschaften. Okay. Scheint mir auch deswegen nachvollziehbar, weil man jetzt nochmal das Beispiel der CSU hernimmt, dann muss es ja nicht zwingend so sein, dass diese zwei Themen, die negativ
transportiert wurden, allein etwas den Erfolg bewirkt haben, sondern dass der Erfolg ein positiver war, und zwar darunter liegend, nämlich ein Stück weit Geborgenheit. Das ist ein positives Gefühl, auch wenn wir es als pervertiert empfinden, aber möglicherweise findet das der manche Bürger ganz gut, wenn einer mal sagt, wo es richtig lang geht, und die Gefühle sind dann auch noch angesprochen und befriedigt, weil jemand hört einen, was einen bewegt emotional. Also insofern kann man auch das als positiv dann sehen. Ist das jetzt bei mir? Ja, also auch auf die Gefahr hin, dass ich die Frage etwas sprenge, aber ich glaube, was einfach als Aspekt noch spannend wäre im Raum, ist nicht nur die Inhalte einer Botschaft, die Form ist auch sehr wesentlich. Also ich muss daran denken, ich kam kürzlich an einem Plakat vorbei in, ich weiß gar nicht mehr in welcher Stadt, da war ging es um die Bebauung eines Grundstücks. Und da hat eine Bürgerinitiative einfach nur zwei große Plakatwände plakatiert mit: Ich bin gegen diese Bebauung, weil ... und Eddings rangehängt. Das heißt, die Botschaft war das weiße Papier. Also die Form war da die Aussage: Wir möchten euch mitreden lassen. Das sind durchaus Analogien zu den Piraten. Also insofern wäre es wichtig für mich, nicht nur den Inhalt, sondern auch die Form, wie es transportiert wird, genau im Blick zu behalten. Passende Form. Der Alex wollte noch was sagen. Ich wollte noch ein Argument für positive Botschaft einbringen. Das ist ein eher taktisches, strategisches Denken. Wenn ihr eine negative Botschaft habt, irgend so eine Hassbotschaft von der AfD oder von der NPD, dann kann man sehr gut dagegen was machen. Man kann sich an dem aufziehen. Wenn ihr eine positive Botschaft habt, bleibt dem politischen Gegner nicht viel mehr als das lächerlich machen, irgendwie so im Sinne von Träumer, Illusionisten, keine Ahnung von Realpolitik, aber das ist viel schwieriger, so eine Botschaft anzunehmen, zu greifen, weil sie erstmal positiv ist. So, nochmal was zur CSU, was die gemacht haben im letzten Wahlkampf. Die sind in die Bierzelte rein und haben dann irgendwie, haben sich hingestellt, haben einfach auch gesagt, Bayern ist die Vorstufe zum Paradies. Ja? Also ein bisschen so, ja, echt. Ich meine, die
diese eigene unter Seehofer, das war das, was sie die ganze Zeit irgendwie entsprechend rübergebracht haben. Nichts Programmatisches, sondern das ist einfach runtergeleiert. Ja? Und scheinbar hat sie ein bisschen was gebracht. Ja? Ich meine, mit Vorstufe zum Paradies braucht man jetzt nicht anfangen. Also ich meine, es sind jetzt keine radikalen Salafisten oder sowas. Aber ja, genau. Dann passt es ganz gut dazu, was ich noch ergänzen wollte. Man muss sich ja einfach irgendwie überlegen, es geht ja gar nicht so sehr um den Satz, der auf irgendeinem Plakat steht, sondern immer um das dahinterliegende Weltbild. Also zum Beispiel die CDU hat beim letzten Wahlkampf ganz klar die Werbeklischees, also die heile Familie, die hätten auch für Margarine oder sonstige Sachen werben können, wenn du irgendwie das CDU-Schild weggelassen hättest. Das ist also eine ganz, ganz klare heile Weltbotschaft gewesen. Die SPD hat da ein bisschen witzig genau in dieselbe Ecke, aber eine soziale Stufe drunter. Also die CDU hat die Eigenheimbesitzer angesprochen, die SPD die etwas ärmeren Mittelschichten in einem städtischen Bereich und so weiter. Das ist aber ein ganz klares Spiel mit einem ganz traditionellen Weltbild. Und ich finde, was ganz wichtig ist, wir müssen uns auch immer überlegen, bevor wir jetzt irgendwie so einen Slogan haben, ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier das Ganze den Rahmen sprenge, aber auch immer abgleichen, ist es mit dem piratischen Weltbild vereinbar? Ist es das, wo wir dafür stehen? Ist es diese Vision, die wir entwickelt haben, von einer Welt, wie sie ausschauen soll, die hinter diesem Slogan steht? Das ist etwas, wo wir uns ganz, 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 ganz klar, weil letztendlich der Slogan ist irrelevant, weil er einfach nur das transportiert, was ja dahinter liegt. Und wenn wir da nichts dahinter liegen haben, außer einem Slogan, dann ist der dünn und wird auch nicht funktionieren. Mhm. Ja, gerade vorhin wurde die Partei angesprochen. Mit ihren Slogans, die haben heute super Aktionen. Tausche die Bild gegen die Titanic. Die Bilder, die gerade online abgehen, auch in Frankfurt, ist gigantisch. Die haben zwei alte 20 Jahre Trucks hingestellt. Die Hauptwache ist voll. Die Redakteure von verschiedenen lokalen Zeitungen und Twitter darüber. Und das ist ganz easy gemacht. Klar ist jetzt die Flaschenpost oder der Kompass nicht so populär wie die Titanic. Noch nicht. Wir entern demnächst. Haha. Ich fände es cool, wenn man auch wieder auf nicht das Kopieren, aber
ähnlich dann mal was machen könnten. Ähnliche, es ist 0, irgendwas, der Effekt ist riesig, ja, mit wenigem Einsatz dafür. Und ich finde es gerade hier total klasse. Bei allen Gedanken über Slogans, Kampagne und Ähnliches, fände ich es schön, wenn wir uns auch nochmal vielleicht jetzt nicht unter dem Druck eines konkreten Wahlkampfes allgemein Kommunikationsstrategien gegen das Thema Unwählbarkeit überlegen. Ich glaube, wir haben im Moment ein großes Problem, dass viele noch bevor wir auf irgendeine Inhaltsebene kommen, nur abwinken, wenn sie orange und bei P von Piraten hören sie dann schon auf und winken ab. Und wenn wir das irgendwie hinkriegen, mal, ich habe da jetzt auch keine Patentlösung, aber mal zu überlegen, wie könnte man kommunikativ einfach dieses verfahrene Image mal wieder drehen. Da könnte man mit Hanni van Dampen antworten, alias H.P. Kerkeling, der über Liebe sagt, aber das gilt für Politik auch, ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich meine, wir haben den Zettel eigentlich relativ voll, wobei mir eine Sache noch ein Stück weit fehlt. Nämlich vor dem Senden der Botschaft und vor der Definition der Inhalte sollte man sich ja fragen, wen will ich denn eigentlich erreichen? Wir hatten das eben bei der Zielgruppe der CSU in Bayern versus der SPD in Bayern. Wir sollten uns vielleicht auch mal ganz genau überlegen, ob wir Botschaften haben, die nicht wirklich für jedermann sind. Und wenn wir uns nur an eine bestimmte Zielgruppe wenden, dann sollte sie auch für diese in erster Linie verständlich sein. Den Rest erreichen wir eh nicht. Wenn wir uns da im Vorfeld drüber klar sind, sind wir für einen wirklich klar und verständlich. Und das kann deutlich mehr bewirken, als irgendwas Allgemeingültiges, wo sich aber dann keiner mehr mit identifizieren kann. Wenn ich da kurz darauf erwidern kann, darüber habe ich mir durchaus Gedanken gemacht, mit der klaren Verständlichkeit. Wir haben ja bereits herausgearbeitet, dass man über Emotionen durchaus Wirkungen erzielen kann, selbst wenn die Botschaft eher negativ formuliert ist oder es sogar widersinnig ist. Damit werden sich, also ich habe ja vorhin schon gesagt, man muss bestimmte Regeln in der Medienlandschaft einfach anerkennen, aber man kann selbstverständlich nicht so weit gehen, dass man dann eben sich selbst verlässt. Das habe ich vorhin schon gesagt, es muss authentisch sein. Mit anderen Worten, wenn wir sagen, wir müssen zwar zur Kenntnis nehmen, wir müssen über Emotionen arbeiten, dann wird niemand
auch mich eingeschlossen, jetzt hier als der Initiator sagen, dafür lassen wir Botschaften hinten runterfallen, sondern die müssen selbstverständlich drin sein. Und auch wenn diese Botschaften nicht von allen verstanden werden, weil sie, ich drücke es mal hart aus, zu intelligent sind, dann ist das eben so. Vollkommen klar. Und eine Mainstream-Partei wollen wir nicht werden, sind wir nicht und werden wir auch nicht werden. Es kam mir gerade der Punkt, wie gehen wir damit um? Das ist genau also mit dem Negativ, dass wir nicht mehr relevant sind. Wenn das schon bei uns in den Köpfen drin ist, dann ist es angekommen. Das ist ja das, was wir hier versuchen. Ralf, es ist wichtig, dass wir selber an das selber glauben, wofür wir stehen und uns nicht selber auch noch beeinflussen lassen von den Medien, dass wir unwichtig sind. Wir sind nicht unwichtig. Wenn wir dieses Gefühl, dieses positive Gefühl, was der Wim hier gerade versucht zu bringen und zu erläutern, wenn wir das haben und hier mitnehmen und das nach außen bringen, dann haben wir schon gewonnen. Ich kann hierzu ergänzen, ich lebe ja in mehreren Welten und zwar auch durchaus den eher gesellschaftlicheren und tendenziell konservativeren. Allein der Umstand, dass mich die Entwicklung unserer Bürgerrechte umtreibt und ich jeden damit nerve, der es hören will oder auch nicht. Und der Umstand, dass auch aufgrund der Außenwirkung der Piratenpartei ich immer noch in dem Laden bin und auch offen dazu stehe, gerade in diesen Kreisen, das schafft Respekt. Vom Grundsatz her. Weil dadurch macht man deutlich, dass man bestimmte Überzeugungen hat und das allein auf Dauer wirkt. Aber da hast du völlig recht, Christus. Da kommt es auf die eigene Einstellung zu dem Thema an. Jetzt sind das vielerlei Sachen, also das mit der Zielgruppe, genau, das ist ja schon vorweggenommen, wenn man es jetzt wieder auf einen Slogan bezieht, da hätte ich gesagt, okay, zu unserer Politik, zu unserer Denkweise passt auch kritisch, dass man vielleicht eben auch einen kritischen Slogan hat, der sich kritisch mit irgendeiner Situation auseinandersetzen könnte. Jetzt sagtest du gerade aber vorhin, wir wollen ja keine Volkspartei sein, so nach dem Motto, wollen wir das nicht? Also ist das jetzt so oder weil auch in unsere Themen eigentlich ja für alle Menschen irgendwie repräsentativ sein sollen. Wir sind ja nicht irgendwie nur diese Internetpartei, sondern wir sind ja eigentlich viel mehr durch das BGE und so weiter, streben wir grundsätzlich soziale Veränderungen an. Und wenn man dann so will, doch irgendwie ist das dann ja doch so eine grundsätzliche gesellschaftliches Bild, das wir haben. Und dann sind wir doch wieder eine Volkspartei. Ja, vom Ziel her sind wir sicherlich eine Volkspartei. Wenn wir BGE als Parteiposition einführen wollen, dann brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und eine Mehrheit in der deutschen Bevölkerung. Bei der Abstimmung, das ist vollkommen
vollkommen klar. Ich habe jetzt nur auf einen anderen Punkt abgestellt, nämlich wenn ich die großen Parteien anschaue, wie die ihre Kampagnen fahren, dann sind die unintelligent, also relativ unintelligent, weil sie eben die Emotionen im Vordergrund haben. Heile Welt haben wir vorhin schon gehabt. Und in diesem Sinne wollte ich das verstanden haben, dass das mit den Piraten so nicht zu machen sein wird. Also auch wenn das funktioniert, wenn ich überhaupt keine Botschaften drin habe, dann werden das die Piraten nicht machen aus ihrem Selbstverständnis heraus, weil sie sagen, wir haben Botschaften und wir wollen sie transportieren, natürlich auch auf der emotionalen Schiene. Und in diesem Sinne können wir keine Mainstream-Partei sein, zumindest nicht in der jetzigen Parteienlandschaft und im jetzigen Zustand der Gesellschaft. Ja, das ist etwas, was wir in NRW auch auf den letzten Treffen, Fraktionen, Vorstand und sowas immer wieder identifizieren. Unsere Inhalte sind so breit aufgestellt, dass sie eigentlich für jeden Menschen hier in Deutschland oder in der Welt Relevanz haben. Wir können sie aber nicht transportieren. Dafür sind wir zu technokratisch, zu rational. Es versteht uns einfach keiner. Und wenn wir mit Volksparteithemen in den Wahlkampf gehen, konkurrieren wir in direkter Weise mit den etablierten Parteien, mit den großen Parteien. Und das wird so nicht funktionieren. Das heißt, wir sind natürlich keine Klientelpartei, aber wir müssen uns eine Klientel suchen, beziehungsweise eigentlich, ich bin der Meinung, wir haben die schon. Wir sprechen eine Klientel an, die uns versteht, die wirklich begreift, wo wir hinwollen und warum wir das tun, was wir tun. Und diese Klientel, die muss unser Multiplikator sein, die Bevölkerung, um unsere Themen, die im Kielwasser dahinter hergezogen werden, einfach mal zu verankern, begreiflich zu machen, dass die Menschen auch verstehen, wir sind nicht total abgehoben. Das ist nicht einfach so ein intellektuelles Ding, was wir hier erfahren, sondern das ist wirklich konkret. Wir können das nur nicht vermitteln. Und das geht, wie du gerade gesagt hast, tatsächlich nur über die Emotionen. Genau in diese Richtung wäre mein Ansatz gegangen. Also die Botschaft, die ich vorschlagen würde, spricht zwingend jeden an. Jeden in der Bevölkerung, jedes Alters, jedes Bildungsgrades, jedes Geschlechts oder sonstige Geschichten. Und es ist aber die Entscheidung jedes Einzelnen, ob er sich auf diese Botschaft einlässt. Und wenn ihr einverstanden seid, würde ich das jetzt einfach vorschlagen, und es ist kein Slogan, sondern es ist noch viel, viel einfacher. Es ist ein Wort. Was variiert werden soll, und zwar, ihr kennt es alle.
leben. Leben ist etwas noch Grundsätzlicheres als Freiheit. Es ist existenziell. Der Ansatz, der geht, also man kann es als ein Slogan für eine Piratenpartei nehmen, der auch unser Selbstverständnis ausdrückt. Klar machen, zum Ändern ging schon in die Richtung. Das war auch eine Beschreibung eines Zustandes. Aus dem Alter sind wir jetzt raus als Partei. Wenn wir von Leben reden, dann umfasst das alle Lebensbereiche. Leben ist per se ein positiv besetzter Begriff. Per se. Wenn man als eine Identifizierung für die Partei und vor allem auch das Gefühl in der Partei, das absolut Grundlegende nimmt und transportiert damit Botschaften, die uns entsprechen und variiert dann auch diesen Begriff. Und der Verwendung alles dessen, was wir jetzt haben, Farben, Schriftarten, Themenschwerpunkte und sagt beispielsweise Freiheit erleben, Überwachung, Überleben, Sexualität ausleben. Was ich damit sagen will, die Botschaft ist sehr einfach, sie vermittelt ein Gefühl und es ist der Weg offen, um dann auch entsprechend tiefer einzusteigen, aber man kriegt unter Verwendung, in der variabler Verwendung dieses Wortes, kriegt man, wenn wir uns das jetzt nochmal hinten anschauen, an den Kriterien. In einer passenden Form. Es ist für jeden passend. Jeder versteht es und niemand wird hier widersprechen, dass Piraten und Leben inkompatibel sind. Also ich würde mal sagen, sie sind zum Beispiel auch gestern Abend der Inbegriff des Lebens. Es ist emotionalisierend. Leben ist die Urform dessen, woraus Emotionen entspringen. Es ist authentisch. Es ist dann authentisch, wenn die Piraten das verinnerlicht haben. Wie in den Jahren 2008, 9, 10, 11 und teilweise noch 12 klar machen zum Ändern. Es gab einen Slogan und dieser Slogan wurde getragen von dem Lebensgefühl der Partei. Wenn wir sagen, wir leben in dieser Gesellschaft, wir haben eine Situation, in der man für viele auch aufgeben könnte, weil es ja eh nichts bringt, hört man ja sehr häufig, und setzt da ein Gefühl dagegen, dann ist das für einen selbst und für andere motivierend und mobilisierend. Es ist wiedererkennbar, weil wir es in allen möglichen Themenzusammensetzungen, das Wort Leben kommt immer vor, ob klein oder groß geschrieben, was auch immer, es kommt immer das Wort Leben vor. Damit ist es wiedererkennbar. Es ist variabel, weil wir es auf praktisch alle unsere Themenbereiche anwenden können. Einfach, offen
offensichtlich, na gut, also 5 Buchstaben, sollte gehen. Klar ist es ebenfalls. Alleinstellungsmerkmal, da habe ich vorhin geschaut. Es ist so lange ein Alleinstellungsmerkmal, solange es keiner anderen Partei gelingt, ein Lebensgefühl zu leben. Und zwar erstmal selbst zu leben. Wir reden ja durchaus auch vom Verkaufen einer Botschaft oder eines Gefühls. Aber das funktioniert nur, wenn man dieses Gefühl erstmal selber hat. Und insofern wäre es ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man auch das Gefühl, was wir hier gerade jetzt in Kassel erleben, wenn man das vorträgt und sagt, wir sind hier, wir engagieren uns hier in einer beschissenen Situation, was Bürgerrechte anbetrifft. Ich rede nicht von der Partei, weil um die geht es im großen Rahmen nicht. Es geht um unsere Bürgerrechte und es geht um die Demokratie. Und wir engagieren uns trotzdem. Dieses Gefühl ist, weil wir sagen, das ist Teil unseres Lebenszwecks. Und wenn man das lebt, dann transportiert man es nach außen. Positiv ist es, so wie kurz und prägnant. Ergo, das wäre mein Vorschlag. Ja, sag was dazu. Ich fände es schön, wenn wir das Leben einfach diese 5 Buchstaben schön designt hervorheben. Dass wir eben halt nicht mal groß und mal klein, sondern meinetwegen immer in Orange. Was weiß ich, normaler Text schwarz und das Leben in Orange. Nur so als Vorschlag. Wiedererkennbarkeit. Was ich war ja gestern mit dabei, als wir auf diese Idee gekommen sind, was du gerade, glaube ich, noch vergessen hattest zu erwähnen, war, dass auch diese beiden Worte alleine schon Piratenleben schon sehr, sehr, sehr geil sind. Also ohne, dass man da irgendwas noch dazwischen schiebt, sind bereits diese beiden Wörter alleine schon unglaublich intensiv, weil es hat was damit zu tun, dass man eine Überzeugung lebt, dass das Ganze hat auch dieses Ding von wegen, dass es nicht nur eine politische Partei ist, sondern auch eine Bewegung ist. Und außerdem, und da bin ich persönlich ein Riesenfan von, ist es als ein Wort, Piraten lieben wir eine nautische Metapher. Finde ich auch super. Also man kann, das ist uns hinterher auch gekommen, man kann es natürlich als eine Botschaft auch nach innen verstehen, aber das ist für mich völlig zweitrangig. Ich kenne die Situation, wenn man was präsentiert wird und man hat sich wirklich gut Gedanken gemacht, man ist auch absolut überzeugt, das ist genau das Richtige. Aber beim einen oder anderen zündet es nicht ganz. Das ist auch alles gar nicht schlimm. Und aus einer ex-ante Sicht, wenn wir
auf so eine Kampagne zurückblicken würden, die das hat, würde jeder sagen, was war das für eine geile Idee. Sei mir aber gestattet, trotzdem, wenn du nochmal umschlägst, nochmal Bezug zu nehmen auf zwei der Punkte. Das ist jetzt nicht böse gemeint, auch wahrscheinlich nicht willentlich, aber es ist schon ein bisschen ein Trick zu sagen, es ist authentisch, wenn es mal jeder verinnerlicht hat. Authentizität funktioniert andersrum. Ja? In dem Moment, wo es was ausdrückt, was schon da ist. Natürlich ist alles authentisch, wenn es dann von uns anschließend verinnerlicht wurde. Und das Zweite ist, ich habe jetzt keinen direkten Bezug, wenn ich das Wort Leben höre. Jetzt kann ich sagen, noch nicht. Fallen mir nicht automatisch die Piraten ein. Das ist also für mich auch insofern kein Alleinstellungsmerkmal. Deswegen bin ich übrigens auch noch ein ganz großer Freund von nautischen Metaphern. Jetzt könnte ich sagen, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, ohne seine Authentizität zu verlieren, kann man durchaus positiv belegte Vorurteile, die Bürger gegenüber Piraten haben, ab und zu auch gerne mal bedienen. Bei uns ist das Nautische teilweise verpönt, auf jeden Fall gar nicht so dolle gelebt. Ich finde, die Metaphern, die kommen mir meistens aus dem Segeln und anderen Dingen, die beinhalten sehr konkreten Sachverhalt und bringen das schön auf den Punkt. Aber wenn man das zum Beispiel bedient, dann ist das nichts, was unauthentisch wäre. Trotzdem ist es halt was ein Bürger, der Piratenpartei auch noch nicht so nahe steht, leichter aufgreift. Aber das nur mal so als Hinweis. Also trotzdem finde ich den Vorschlag Leben gut, aber es sei gestattet, mal kurz auf die Dinge hinzuweisen. Das ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es vielleicht auch nicht. Ja, wenn ich darauf eingehen kann, gerade was es authentisch anbetrifft, da hast du mich vielleicht auch etwas falsch verstanden. Selbstverständlich assoziiert man mit einem so allgemeinen Begriff wie Leben keine bestimmte Partei, gar keine. Man assoziiert möglicherweise, ja, der eine oder andere wird vielleicht Gott noch assoziieren, aber dann oder einen schönen Urlaub. Das war es dann aber auch. Selbstverständlich muss dieser Begriff durch die Kommunikation nach außen gefüllt werden. Also wenn jemand ohne jeden Zusammenhang klar machen zum Ändern gehört hat und du würdest heute jemanden fragen, dann bezweifle ich, dass allzu viele Leute das mit den Piraten verbinden, selbst wenn die halbwegs mal politisch interessiert sind, weil es einfach vorbei ist. Was ich eher meinte, das ist, dass dieser allgemeine Begriff Leben durch das konkrete Lebensgefühl der Piraten transportiert wird. Das kannst du über dein eigenes Auftreten machen, das kannst du aber natürlich auch durch Kampagnen machen in den üblichen Medien. In diesem Sinne. Und ich kann natürlich, wenn ich so ganz allgemeine Begriffe hernehme, die CSU beispielsweise nimmt sehr gerne Heimat her. Der ist es
auch gelungen. Die weiß-blaue Raute, das bayerische Staatswappen und ihr eigenes Parteilogo miteinander zu verschmelzen, was langfristig dann den Erfolg hatte, dass CSU und Bayern gleichgesetzt werden. Rein gefühlsmäßig. Das war allerdings eine sehr lange Kampagne. Das wäre am Anfang auch noch nicht gegangen. Und insofern möchte ich auch nicht, dass die Piratenpartei bei dem Begriff Leben insofern einen Beschlag nimmt, zu sagen, wir wissen, was Leben ist, sondern wir verwenden das Wort Leben, also etwas sehr Grundsätzliches, was jeder versteht, in dem Sinne, wie es zu den Piraten passt. Gerade dadurch gibt es dann auch immer die Zusätze. Und was Geoffrey gerade gesagt hat, ist auch noch ein, denke ich, sehr wichtiger Punkt, dass man, wenn man sich es bildlich vorstellt, oben links das Logo Piraten hat, unten hat man, oder in der Mitte hat man Leben und dazwischen hat man eine Botschaft. Und das ist das, was dann charakteristisch für die Piraten ist. Also mir gefällt das Ding erstmal dafür, dass es so spontan entstanden ist, gut. Ihr leitet das auch gut her. Ich kann mir auch vorstellen, man kann viele Dinge damit machen. Wo mir im Moment noch ein Stück weit die Fantasie fehlt, das geht dann auch wieder auf diesen Punkt dieses Alleinstellungsmerkmals. Ich vergleiche es mal an einem anderen Begriff, weil ich möchte das Potenzial, was jetzt hier in dem Begriff Leben steht, gar nicht erst kleinreden. Dafür würde ich mich mit dieser Materie länger auseinandersetzen müssen. Aber wenn wir uns im politischen Wettbewerb befinden, führt in einer Wahlsituation es ja immer zu einer Auswahlentscheidung. Ich kann den einen wählen oder den anderen wählen. Wir möchten gerne, dass am Ende die Entscheidung für uns fällt. Ein Beispiel ähnlich umfassend, du sagst, die CSU macht das mit Heimat, ich mache mal mit Weltfrieden. Du findest keinen politischen Wettbewerber, der sagen würde, ich lehne den Weltfrieden ab. Der Streit geht vielleicht um den Weg dahin. Die einen würden gerne noch mehr Soldaten und Waffen in die Weltgeschichte schicken. Die anderen würden sagen, jede Produktion, jeder Export von Waffen. Also zwei diametral entgegengesetzte Positionen, aber beide haben das gleiche Ziel, Weltfrieden. Auch jedes Mitglied eines politischen Wettbewerbers, jeder Wähler lebt hier ja auch. Also wir haben genau damit eins nicht mit einem Alleinstellungsmerkmal. Keiner predigt den Tod. Also es ist eine Banalität und eine Selbstverständlichkeit, wo die Gefahr daran besteht, darauf reduziert zu werden. Das heißt also, der Mittelteil, oben die Piraten, unten Leben, und der Mittelteil ist eigentlich das Entscheidende. Wir müssen, glaube ich, hier sehr trennscharf unterscheiden zwischen, was ist die Botschaft, was ist die Form, was ist die Kampagne. Und ich glaube, das wird das Spannende sein, das weiter auszuarbeiten. Weil mit dem einen Begriff alleine ist es nach meinem Dafürhalten erstmal spontan nicht getan. Da gebe ich dir vollkommen recht. Man muss das als die große Klammer sehen, was dann eben mit Inhalt gefüllt wird. Deswegen habe ich auch gerade das Bild verwendet, dass die politische Botschaft in der Mitte ist.
Leben taucht zwar immer auf, das ist genau der Wiedererkennungswert, aber es ist bei der einzelnen Botschaft nicht das Dominante. Es schwingt immer mit als eine Grundströmung. Also wenn man beispielsweise einen der besten Slogans der Piratenpartei überhaupt hernimmt, Homophobie ist voll schwul, und würde dann unten hinschreiben, Toleranz, Leben, Piraten oder ähnliches. Diesen Stellenwert würde ich dieser Botschaft einräumen. Es ist nicht die Hauptbotschaft, aber sie schwingt immer als Grundbotschaft mit. Ich freue mich, dass ich meinen Schritt weiter bin als Fredo. Kommt nicht so oft vor, weil wenn ich Leben jetzt lese, dann lese ich das immer in orangen Buchstaben. Ging schnell. Vielen Dank für diese Idee. Ich finde es auch für in einer durchzechten Nacht irgendwie entstanden. Sehr charmant. Es war gar nicht abwertend gemeint. Ich meine es ernst. Ich meine es ganz, ganz positiv. Bitte ich um Entschuldigung, falls es blöd ankam. Ich auf Twitter schrieb gerade jemand, und das gefällt mir sehr gut. Also mir ist es tatsächlich als Baustein, finde ich spannend, aber als Baustein zu wenig. Und mir ist auch zu wenig zu sagen, das ist so ein Refrain und dann wird da irgendeine Strophe eingefügt. So Toleranz, Leben ist zwar lustig, aber ich glaube, dass könnte sich durchaus nach einer gewissen Weile abgreifen und sagen, okay, das reicht jetzt nicht für eine ganze Wahlkampagne. Auf Twitter schrieb gerade jemand Leben und Leben lassen. Diesen uralten Spruch. Und was mich da spannend fand, ist, dass es jetzt mehr als ein Wort ist. Es ist ein Slogan. Es baut genau auf diesen Punkten auf, die du schreibst, mit einem Authentizität emotionalisieren. Ich habe mich gefragt, welche Partei würde ich mit diesem Spruch Leben und Leben lassen verknüpfen? Und dann komme ich irgendwie in die CDU, CSU, das ist eher mehr San Mir oder sowas. Und auch die Grünen, das ist so, das haben sie gemerkt, wie sie diese Veggie-Day-Kampagne am Hals hatten. Das war zwar völlig anders gedacht, aber da hat man so gesehen, das Image der Grünen war ein überhaupt nicht leben lassen, sondern Leben, gutes Leben vorschreiben war so das Image öffentlich. Und die SPD, die sagt irgendwie gutes Leben erkämpfen, und die Linke sagt irgendwie gutes Leben für alle. Aber Leben und Leben lassen, das ist für mich eigentlich das, was ich immer versucht habe herauszuarbeiten, dass die Piraten für mich die einzige Partei sind, die es schaffen, Freiheit und Solidarität nicht gegeneinander auszuspielen und nicht zu sagen, mehr Freiheit bedeutet weniger Solidarität und mehr Solidarität bedeutet weniger Freiheit, also mehr FDP heißt weniger Linke und mehr Linke heißt weniger FDP, sondern dass die Piraten tatsächlich Lösungen, so einen dritten Weg immer wieder vorschlagen, zu sagen, nein, je mehr Freiheit wir haben, umso
solidarischer können wir sein und je mehr solidarischer wir sind, umso mehr Freiheit hat der Einzelne. So wie halt das Internet gebaut ist. Dadurch, dass das alles frei ist und wir alle da viel machen können, ist es für alle gemeinsam geil. Und das ist für mich etwas, wo sich dann gemeinsam geil, ja. wo sich dann tatsächlich was rausentwickeln könnte aus diesem Bausteinleben, wo ich sage, wir brauchen tatsächlich mehr als nur einen Begriff, der emotionalisiert, wir brauchen eine Marke. Und zwar eine Marke, wo wir uns alle wiederfinden können. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, sowas wie Leben und Leben lassen, da kann ich freies Internet drunter sehen und gleichzeitig BGE. Weil es halt beides bedeutet, ich will leben, ich will Freiheit für mich und ich will leben lassen. Ich will, dass der andere auch die Freiheit haben kann. Also dieses verbindende Element. Das finde ich jetzt sehr spannend, weil wenn man sich mal anschaut, wie das gestern entstanden ist, das war mit Sicherheit der Stimmung und auch den Gesprächen geschuldet. Das heißt, in irgendeiner Form ist mir etwas entstanden, was dem Gefühl gestern der Piraten entsprungen ist. Das habe ich heute euch vorgestellt und dieses Feedback, was zurückkommt, das kommt ja genau daher, wo es herkommen soll. Es ist ja nicht meine Idee und ich sage, dann machen wir jetzt so eine Kampagne, sondern ich habe euch letztlich das zurückgegeben, was ich von euch gekriegt habe. Und wenn das jetzt in dieser Art und Weise zurückkommt und sich dann weiterentwickelt, dann ist der Zweck dieses Barcamps vollkommen erfüllt. Super. Ja, also von meiner Seite erstes. Es sei denn, ihr möchtet noch gerne weiter diskutieren. Hier und jetzt. Also ich habe zumindest noch mal so zwei Punkte, die ich noch gerne anbringen möchte. Zum einen erstmal vielen Dank dafür und auch an Johannes für diese Ergänzung. Finde ich klasse. Ich habe jetzt irgendwie in den letzten Jahren immer wieder, wenn Leute gefragt haben, ja, wofür steht ihr denn eigentlich, habe ich immer so drei Begriffe zusammengefasst, für die in meinen Augen die Piratenpartei steht. Das ist nämlich Teilhabe, Inklusion und Pluralismus. Und wenn man dann so die Buchstaben zusammensetzt, dann kommt Tipp dabei raus. Also vielleicht kann man das ja irgendwie aufgreifen. Und noch so eine kleine Ergänzung zu dem Thema vorhin. Ich habe vor ein paar Wochen an einem Treffen teilgenommen und dann sagte halt ein Politiker einer anderen Partei, dass wir derzeit in einer Gesellschaft leben mit ganz vielen Systemaussteigern und dass das halt eine Frage für die Politik ist, dass wir die abholen müssen. Ich glaube, dass das auch ein Thema für uns ist, also nicht unbedingt, dass wir eine
komme ich auf das Wort nicht mehr wieder. Diese große Partei, dass wir keine, wie heißt das nochmal bitte? Keine Volkspartei sind, aber dass wir eben in dem Bereich ganz viele Menschen haben, die für sich das Gefühl haben, nicht mehr dazu zu gehören. Oder irgendwie auch bewusst entschieden haben, so entweder, dass sie sich zum Beispiel entschlossen haben, nicht mehr zu wählen, oder einfach sie sehen sich selbst als nicht mehr teilhabeberechtigt an. Und ich glaube schon, dass wir unbedingt diese Menschen adressieren müssen. Das wie, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass wir das tun müssen. Ja, das war auch mein Ansatz. Wir müssen es mit Gefühl machen. Und mit einem anderen Gefühl, als es die bisherigen Parteien machen. Weil das ist wahrscheinlich nicht nur mein Eindruck. Die Leute sind nicht blöd. Sie tun zwar nichts, aber sie haben es eigentlich sowas von satt. Und genau dieses Bedürfnis, das können wir erfüllen, wenn wir es selbst auch erstmal richtig leben. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, haben wir noch 12 Leute auf der Redeliste. Achso, okay. Dann hat sich das erledigt. Also das eine, was ich eben im Kopf hatte, war, wir haben doch dieses Piraten wählen. Daraus könnte man gerne machen, Piraten leben. Weil es ist sowieso jedem klar, dass wir wollen, dass sie wählen. Aber es ist nochmal so ein Extra und ich gebe einfach weiter. Hierauf erwidert, auch das hat sich gestern Abend schon ergeben, wenn man ein schönes Event hat von Piraten oder ein schönes Ereignis, könnte man sich überlegen, auch das ist nur ein Impuls, dass man sagt, man hat da einen zentralen Slogan, der das transportiert, was für eine Stimmung und was für ein Gefühl da war. Dazu würde sich beispielsweise der Hashtag Piratenleben eignen, weil der das umfasst. Man kann, egal wo bei den Piraten, vor allem emotional, was sehr schön gelaufen ist, denke ich, kann man das sehr schön darunter fassen. Also mir fällt auf, ihr begeht wieder einen ganz typischen Piratenfehler. Ihr diskutiert diesen Slogan jetzt tot. Ihr überlegt, was könnte der denn für mich bedeuten, und transportiert das dann dahin, dass ihr euch überlegt, was könnte das für andere Leute bedeuten. Das ist überhaupt nicht nötig. Wir wollen mit diesem Slogan eine Botschaft transportieren, dass man mit einem erfolgreichen Wahlslogan keine Botschaft transportieren muss. Das hat man gesehen an der letzten Bundestagswahl. Gemeinsam erfolgreich. Total
geiler Slogan. Gemeinsam erfolgreich. Was heißt denn das? Wir alle zusammen und erfolgreich. In welcher Hinsicht? Das ist total inhaltsleer. Ja? Aber jeder liest das. Das sind zwei Worte, die einfach positiv. Sorry. Das sind zwei Worte, die einfach positiv besetzt sind. Die nimmt man so mit. Gemeinsam ist toll, erfolgreich ist auch toll. Und jeder stellt sich das darunter vor, was er gerne möchte. Das muss man gar nicht vorher festlegen. Lasst den Slogan doch einfach so wirken und guckt mal, was die Leute da rein interpretieren. Der Stahlrab hat schon gesagt, wollte ich auch. Ich gebe mal, weiß nicht, zu wem jetzt. Wenn mir eine kurze Bemerkung dazu erlaubt, dass genau in diese Richtung zielte gerade meine Anregung, dass ich soweit fertig wäre, aber wer bin ich, euch was zu sagen? Nee, ich wollte jetzt auch dann stoße ich auch nochmal ins selbe Horn, finde ich absolut richtig und vor allem stellt euch, statt dass man jetzt das irgendwie tot diskutiert, stellt euch einfach auch mal eine Visualisierung vor, wie geil das machbar ist, was wir da auf Twitter hinkriegen, was wir auf Facebook hinbekommen, was man da für Plakate hinbekommt, was man da für Texte hinbekommt, was man da für einen ganzen Auftritt, für eine Kampagne drumherum stricken kann. Das ist so viel drin und so tolle Möglichkeit. Also ich bin, klingt, und ich finde auch das Leben und Leben lassen, finde ich auch einen wichtigen Ansatz. Das ist ein Teil davon. Das kann man ja draufbauen und ich finde das super. Und einfach mal sowas auch sacken lassen und sich einfach auch mal vorstellen, wie positiv sowas ankommt draußen. Ich finde, das ist eine der stärksten Ideen, die ich in den letzten zwei Jahren von uns gehört habe, muss ich echt sagen. War guter Stoff. Ja, als wir eben Leben vorgestellt hast, hat mich das erinnert an einen Dreiklang von einem Mann, der für mein Leben sehr wichtig war. Wer lachen will, darf jetzt lachen. Dieser Mann war Bhagwan Sri Rajneesh, heutzutage besser bekannt als Osho. Und der Dreiklang von ihm lautet, und damit hat er Tausende begeistert: Leben, Lieben, Lachen. Wenn ich mir angucke, mit welchen Idealen ich mal in die zur Piratenpartei gekommen bin, dann ging es genau darum, nicht, dass wir uns alle lieb haben, sondern dass wir aber auch, jetzt überhöhe ich das vielleicht, aus Liebe zur Menschheit einiges für die Menschheit verändern wollen. Und was wir auch mal hatten, und das
habe ich gestern Abend mal wieder erlebt. Wir wollten auch mal zusammen lachen. Wir wollten auch mal mit den Menschen lachen. Und von daher finde ich diesen Dreiklang Leben, Lieben, Lachen. Vielleicht ist es gerade das, was wir Piraten, die wir doch alle irgendwo ein bisschen auch desillusioniert sind, manche sind deaktiviert. Vielleicht kann dieses Leben, Lieben, Lachen und uns auch wieder mal ein bisschen in den Schwung bringen, nach vorne zu gucken und auch auf unsere Vision zu vertrauen. Ich danke euch. Ja, wir haben das gestern Abend entwickelt, der Bim und ich und der Geoffrey und noch jemand, der dabei war. Jetzt am nächsten Tag, wenn ich mir das jetzt noch angucke, im ersten Moment war ich so ein bisschen vorsichtig. Ich habe also, es war nicht einfach so, wie beide haben relativ heftig diskutiert. Mit dem BIM kann man sehr gut diskutieren und das passte. Was ich aber mitnehme jetzt nach der Runde und ich bin total begeistert, wenn mich jetzt hier jemand wirklich nochmal fragt, wozu stehen die Piraten, werde ich einfach sagen, leben und leben lassen. Das ist einfach, wo jeder endlich irgendwas als Werkzeug hat. Nächster Infostand, wenn mich jemand wieder fragt oder trollen will von außen, leben und leben lassen. Und das ist genau das, was eigentlich richtig geil ist. Ich würde jetzt noch ein paar andere Wörter dazu nehmen, wie ich es finde, aber dann bin ich wieder nicht so glücklich am nächsten Tag. Danke. Ach Johannes, du willst doch nur wieder lachen. Vielleicht so ein kleiner Blick von außen, so ich gehöre nicht zur Partei, aber beobachte die Partei ja schon seit Jahren. Ich weiß, das passt jetzt sicherlich nicht so richtig in die Stimmung rein und auch vielleicht nicht in die Diskussionen, die jetzt gerade so laufen und dieses Leben und Leben lassen entspricht ja vielleicht auch so sehr stark einem Impuls, der von innen der Partei kommt, also scheint ja ein emotionales Bedürfnis zu sein, so eine Art von freundlicher Botschaft zu produzieren. Ich weise nur darauf hin, dass die Piraten in der Vergangenheit nur über sozusagen diese Stammwählerschaft hinausgekommen ist, wenn sie eben sehr scharfe und zum Teil eben auch, ich hätte es immer populistisch genannt, aber wir können es über diesen Begriff jetzt streiten, ob das der richtige ist oder nicht, das ist nicht der Punkt, aber wenn sie sehr starke Systeme und also Kritik an der politischen Kultur und an politischen Systemen geübt hat. Genau das wiederum zeigt sich auch in Umfragen, wenn man früher gefragt hat, warum wählen Sie in Mehrheit die Piratenpartei, also wenn die Piraten dort, wo die Piraten eben deutlich über 5% lagen, haben die Leute die Piraten gewählt, weil sie eine Alternative zum etablierten politischen System und zu den Parteien waren. Wenn man überhaupt sagt, es gibt sozusagen einen inhaltlichen Gegenpol war es, da wäre es vielleicht am ehesten noch anknüpfbar, war es eben der Punkt der sozialen Gerechtigkeit.
Das ist sozusagen das, was man aus Umfragen weiß. Das würde ich nochmal dazugeben. Ich weiß, das entspricht jetzt sozusagen nicht der Stoßrichtung von der Vision. Aber vielleicht sollte man das auch nicht ganz aus den Augen verlieren. Wir sind in Deutschland in einer Situation, wo eben das Parteiensystem ein Problem der Desintegration hat, dass die Leute vor allem die Parteien nicht mehr wählen, weil sie unzufrieden sind. Und genau dieses Potenzial hat die Piratenpartei eine Zeit lang sehr effizient bedient. Jetzt gibt es eine andere Partei, die das auf eine andere Art und Weise noch viel effizienter bedienen kann, wahrscheinlich. Zumindest sollte man im Auge behalten, inwieweit das eben ja, noch da ist, das Potenzial. Ja, Piraten leben. Ich hatte jetzt so ein bisschen ein Problem zu verstehen, wie es nachher wirken kann, also wie es in der Anwendung ist. Aber wenn man jetzt bei der Diskussion hat, Piraten leben, Demokratie, Piraten leben, Beteiligung und so weiter, jetzt erklärt es für mich schon besser. Ich möchte aber noch mal kurz eine kleine Breitschneide machen da für die nautischen Metaphern. Einfach vor dem Hintergrund, viele Musiker sind verzweifelt an den einen One-Hit, den sie hatten. Aber davon können sie leben. den singen sie dann 30 Jahre lang, aber sie sind daran erkennbar. Und zumindest heute Abend vielleicht nochmal an dem Tisch kurz reflektieren, ob man dann doch vielleicht auf eine Nautik reingeht. Aber an sich finde ich es schon ziemlich cool. Ja. Sie ist die Chefin. Kurze Erwiderung. Wir werden nichts an unserer Systemkritik zurücknehmen, aber wir werden sie jetzt mit einem lebenswerten Gefühl verbinden. Ja, nachdem du jetzt gerade nochmal auf die nautischen Metaphern gekommen bist und Christus schon irgendwie sagte, dass er sich anfängt, selbst zu zensieren und die lustigen Sachen nicht mehr zu sagen. Manchmal ist es ja, kommen ja aus doofen oder absurden Ideen dann wieder die besten neuen raus. Ich hatte tatsächlich noch, als Fredo sprach und du warst der Erste, der gesagt hat, hey, da, wir hatten da mal eine Marke und wir haben da irgendwie noch eine Marke mit nautischen Metaphern. Inspiriert durch diesen Slogan war meine erste Assoziation, es gibt natürlich auch die Gegenrichtung. Es gibt auch die Gegenrichtung, quasi das Negativ-Image, was wir momentan haben, Piraten sind tot, Piraten kann man nicht mehr wählen, den Piraten kann man nicht mehr vertrauen, ins Absurde zu übersteigern und durch Selbstironie wieder zur Marke zu machen. Und da, ich wollte doch, wenn ihr jetzt schon Kopf steht, wir sind im Brainstormen und ich habe gerade gesagt, die absurdesten Ideen können in eine neue Richtung führen.
Deswegen finde ich es wichtig und sinnvoll bei Brainstormen, dass ich, wir machen hier gerade keine Abstimmung über den neuen Piraten-Slogan, sondern wir tauschen uns aus. Und da war tatsächlich dann bei mir im Kopf der Slogan Piratenpest wählen. Also das ist halt wirklich so, das andere Bild, was Piraten haben, so dieses, ja, so fünf Mann und der schwarze Tod und an Bord und jeden Tag ging einer. Die erste Assoziation war irgendwie, wie ich dich reden gehört habe, war so, Bim schlägt vor, wollte ich fast twittern, habe es dann irgendwie aber nicht formuliert gekriegt, Leben lassen statt Kiel holen oder ständig uns über die Blanke schicken, weil wir tatsächlich in letzter Zeit ganz viel diese andere Metapher, genau die Gegenmetapher, es ist wahrscheinlich deswegen kein Zufall, dass ich jetzt auf diesen Lebensaspekt auch kommt, weil wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, das ist auch das, was du gerade sagtest, mit der, von der historischen Wahrheit, wir wurden gewählt, weil wir als eine neue Hoffnung, was Blühendes, was Sprießendes, was wieder Leben in die Politik bringt, Leben in die Bude, die Presse liebte uns, weil man die Erwartung hatte, Piraten im Parlament, da kommt Leben rein und oftmals ist diese Erwartung enttäuscht worden. Wir gelten als tot, wir werden als tot wahrgenommen und wir haben ganz oft die anderen über die Klinge springen lassen, über die Planke geschickt. Diese ganzen Metaphern wurden dann auch rauf und runter in der Presse gebracht. Und das ist tatsächlich, macht dieser Lebensbegriff, weil es so grundlegend ist, einen Raum auf, der vielleicht auch für verschiedene Kampagnen unterschiedliche Assoziationen und unterschiedliches Material bietet und wo wir vielleicht auch nicht nur sagen können, okay, das ist ein bisschen auch das Argument, ich bin gleich fertig mit der Authentizität, die kann man nicht aufpropfen, zu sagen, vielleicht ist es nicht nur dieses Yay und jetzt leben wir wieder und jetzt müssen wir alle lächeln, sondern vielleicht ist auch ein bisschen dieser Schritt wichtig, dazu zu stehen und zu sagen, ja, wir sind im Moment tot. Und jetzt können wir den Phönix aus der Asche möglich machen, der erst dann möglich ist, wenn du wirklich zu Asche geworden bist. Und dann kann man auch wieder was Neues bauen. Da kann ich drauf erwidern, ich find Leben lassen statt Kiel holen ist eine geniale Verknüpfung beider Faktoren. Ich benutze einen negativen Begriff, ohne dass die Botschaft an sich negativ ist. Ich habe mich mit Martina unterhalten über glücklich ohne Überwachung. Da war ja in der Diskussion zuvor auch das Thema, ob das Slogan vielleicht lauten sollte, du bist Terrorist. Man hat sich dann für das andere entschieden und mein Ansatz ist es, nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Also da bin ich völlig bei dir, Johannes. Das langt vorne und hinten nicht, sondern man muss auch die Themen ansprechen, also die Dinge, die uns intern betreffen, als auch negative Dinge nach außen. Worum es mir nur geht, das ist, wie man das transportiert. Wenn ich
sage, ich finde Überwachung total scheiße und wir können nicht mehr frei leben oder ähnliches, dann ist das dieselbe Information, wie wenn ich sage, glücklich ohne Überwachung. Ich bin ein selbstbewusster, freier Bürger, der sich so etwas nicht gefallen lässt. Und in diese Richtung wollte ich stoßen. Okay. Wem hat das Wort gegeben? Ich habe also mit die Demo glücklich ohne Überwachung halt organisiert. Und ich mache jetzt einfach mal ein kleines Experiment. Leute, ich habe Lollis dabei. Was ist das? Ja, diese kommen. Verteil. Mach die Tüte auf und verteil. Verteilen Sie. Guck mal, ihr alle grinst schon wieder. Ihr lacht. Ja? So muss unsere Politik funktionieren. Genau so. Ich bin so oft angesprochen worden, wenn ich Dinge über Überwachung kommuniziert habe, wo die Leute gesagt haben, du hast ja eigentlich recht. Aber wenn du mir das so erzählst, dann machst du mir eigentlich Angst. Ich will das eigentlich gar nicht wissen, weil das macht mir Angst. Und darum haben wir gesagt, du bist Terrorist. Da kommt kein Mensch hin. Keiner. Weil jeder denkt, ich bin das doch gar nicht. Und fühlt sich nicht angesprochen. Sondern der Staat baut auch, um seine Überwachungsmaschinerie aufzubauen, ein riesen Angstpotenzial auf. Wenn wir tatsächlich punkten wollen in der Politik, müssen wir diese Angst aufbrechen. Und das machen wir nur, indem wir Party machen, indem wir Spaß verbreiten, indem wir zeigen, ey, Politik ist total geil. Guckt, hier, ein paar Lollis und die Leute grinsen und lachen. Das ist nicht viel. Und trotzdem kommt die Botschaft an. Wir müssen gar nicht so viel an Materialschlacht oder was einsetzen, was wir sowieso nicht leisten können. Wir können kleine Dinge nehmen und trotzdem große Dinge damit erreichen. Und da müssen wir jetzt ran. Aufhören zu sagen, boah, das ist alles so schrecklich, das ist alles so furchtbar, zu sagen, ey Leute, es geht auch anders. Wir können Dinge anders machen. Wir zeigen euch die lebensfrohe Alternative. Wir sind diejenigen, die sich gegründet haben, weil sie Spaß an der Politik wieder haben wollten. Der Spaß ist bei uns in den letzten Jahren ein bisschen auf der Strecke geblieben, um das mal freundlich zu formulieren. Lasst uns wieder Spaß haben. Lasst uns die geilen Dinge performen, denn dann kommen auch wieder die Wählerstimmen.
nehmt das einfach mit. Das Leben als Motto. Piraten leben. Und die Drachenrose. Die Drachenrose hat mit mir, glaube ich, fast einen Monat lang täglich darüber diskutiert, was für ein Motto das ist. Und ich musste feststellen, dass Drachenrose wahrhaftig den Namen zu Recht trägt. nein, nimmt das einfach mit und jeder für sich sollte das irgendwo haben. Und die Idee finde ich, vielleicht blüht sie und ich bin davon überzeugt, sie wird aufblühen. Und wir werden auch jetzt auch zu dir, wir werden jetzt nicht irgendwie Schmusepiraten oder so. Also die Etablierten werden wir definitiv jede Woche mindestens einmal angreifen. Also Johannes, ich war nie tot, politisch tot. Du bist auch wieder da. Und ich glaube, die Partei war auch nicht tot. Und die Sonne scheint. Und ich würde vorschlagen, wir gehen einfach raus. Ja. Magst du ein Schlusswort machen? Ja. Gut. Also ich würde vorschlagen, lassen wir Christus noch mal einen kleinen 10 Sekunden Motivationsschub geben und dann gehen wir in die Sonne. Ich sage danke an euch. Ohne euch hätte ich es nicht gefunden. Also dieses Motto ist einfach wie beim Sex den Höhepunkt zu haben, Leute. Also ich finde es total gigantisch. Danke euch, macht einfach weiter so. Und ich danke Bim, Johannes, allen, die hier mitgemacht haben. Danke euch.